Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen, leider nicht so erfreulichen Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, zumindest was so grob diese Thematik angeht, nämlich, dass mehrere Anime in letzter Zeit von Netflix verschwunden sind und dass jetzt auch in Zukunft welche verschwinden werden. Und naja, eine Frage werde ich wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr auf meinem Kanal hier in den Kommentaren bekommen. Und das ist die Frage bezüglich Attack on Titan Staffel 2 und ob das Ganze auf Deutsch kommt. Ja, und das leider nicht im positiven Sinne, heißt nicht, weil Netflix die zweite Staffel auf Deutsch endlich bringt, sondern weil genau das Gegenteil der Fall ist. Netflix nimmt wirklich Attack on Titan aus dem Programm und das ist nicht nur bei Attack on Titan so, das ist auch bei vielen anderen, muss ich einfach so sagen, Krachern, großen Titeln wie Code Geass, wie Death Note, wie My Hero Academia, Tokyo Ghoul und. Das sind wirklich sehr viele Titel hier, die jetzt hier von Netflix aus dem Programm genommen werden, weil sehr wahrscheinlich die Lizenzen ausgelaufen sind. Und das sorgt dafür, dass sehr viele in der Anime-Community da nicht erfreut drüber sind. Und das kann ich auch komplett verstehen. Also wirklich, da habe ich absolutes Verständnis für. Vor allem, weil es auch für mich und viele andere sehr spontan, sehr plötzlich gekommen ist. Denn normalerweise hat man immer noch so sehr viel Zeit. Es wird über Monate hinweg sozusagen schon vorbereitet. Jo, bis dann, dann könnt ihr den Anime schauen. Aber hier ist es halt jetzt so gewesen, dass wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, warum, wieso, weshalb. Ich habe da natürlich die ein oder andere Idee, über die wir auch in diesem Video hier sprechen werden. Nichtsdestotrotz finde ich, ist das schon eine harte Sache, denn sehr, sehr viele Leute sind ja nun einmal durch Netflix zu diesen ganzen Serien gekommen oder gar zu Anime gekommen. Natürlich, Netflix hat immer noch ganz, ganz viele tolle Anime im Programm und auch sehr, sehr viele, die sie ja selber produzieren. Nichtsdestotrotz sind hier halt einfach ein paar richtige Bänke weg. My Hero Academia, Attack on Titan, Code Geass, Death Note etc. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Bleach ist beispielsweise auch weg. Da sind wirklich krasse Titel bei, die eine sehr, sehr große Fanbase haben, was man auch gerade merkt, wenn man Anime-YouTuber ist, wie ich zum Beispiel, dann merkt man es immer, wenn ein Anime, den man auf seinem Kanal behandelt oder behandelt hat, wenn der dann auf Netflix kommt, da kriegt man auf einmal auf Videos, die schon ein Jahr alt sind, kommen dann auf einmal 2, 3, 4, 5.000 Klicks und du denkst dir, wo kommen diese ganzen Klicks her und wo kommen vor allem diese ganzen hunderte von Kommentare auf einmal her? Das merkt man dann natürlich, dass das dann hier mit Netflix zusammenhängt. Und daher ist Netflix natürlich mittlerweile auch eine Plattform für viele Anime-Fans geworden, wo die sich gerne mal Anime gönnen und natürlich auch gerne weiterschauen wollen. Ja, Attack on Titan und My Hero Academia sind hier ein sehr gutes Beispiel. Beide Serien, die nur in der ersten Staffel auf Netflix zu sehen waren, während doch eigentlich jetzt schon die dritten Staffeln davon auf Deutsch rauskommen. Und somit war die Frage schon die ganze Zeit, wann kommt die zweite Staffel von My Hero und wann kommt die zweite von Attack on Titan endlich auf Netflix. Tja, jetzt haben wir die Antwort, Leute. Die kommen nämlich gar nicht auf Netflix, weil sie aus dem Programm genommen worden sind. Woran kann das jetzt liegen? Ja, Leute, ich denke, es liegt einfach daran, dass vielleicht natürlich einfach nur die Lizenz ausgelaufen ist und die Lizenz nicht erneuert wurde, denn der Hauptlizenznehmer ist ja Kase, beziehungsweise im übergeordneten Sinne ist es ja Crunchyroll. Die sind ja eigentlich die Lizenzinhaber von beispielsweise My Hero Academia, von Death Note oder auch hier von Attack on Titan und die haben vielleicht den Vertrag einfach nicht oder die Lizenz einfach weiter nicht mit Netflix verlängert. Das könnte sehr, sehr gut sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass vielleicht, ja, ich sage jetzt mal so, der Plan nicht ganz so aufgegangen ist. Denn ihr müsst euch vorstellen, Kase, Crunchyroll, die haben eigene Streaming-Plattformen. Eben Crunchyroll oder Anime On Demand. Das sind beides Plattformen und die gehören ja jetzt mittlerweile quasi zusammen. Und auf diesen Plattformen möchte man natürlich, dass die Leute ein Abo abschließen, dass die Leute dort ihre Anime schauen. Netflix ist schon immer, was diese Anime angeht, nichts weiter als eine Werbeplattform gewesen. Das ist ganz, ganz klar. Sei es Attack on Titan, My Hero oder andere Serien wie Food Wars, es ist immer eine Werbeplattform gewesen. Nicht mehr und nicht weiter. Das kann man ganz, ganz klar sagen. So hat sich wahrscheinlich der Publisher, in diesem Fall Kase oder Crunchyroll, erhofft, dass hier dann die Leute, wenn sie beispielsweise die erste Staffel von Attack on Titan oder die erste Staffel von My Hero Academia gesehen haben, dass die sich dann denken, hey, wo kann ich denn weiterschauen? Und dass sie dann einfach zu Anime On Demand oder Crunchyroll kommen. Das Problem ist aber, und das habe ich auch schon gesehen, als das Ganze überhaupt so aufkam, diese ganze Idee, diese Thematik aufkam, habe ich schon das große Problem gesehen und habe das Problem auch später sowohl in meinen Streams als auch in meinen Videos, beziehungsweise unter meinen Videos in Form der Kommentare gesehen. Nämlich, dass sehr, sehr viele gar nicht bereit sind, einen weiteren Streaming-Anbieter zu
abonnieren. In diesem Fall war es sehr häufig bei Attack on Titan beispielsweise so, dass einige Leute Netflix hatten, die erste Staffel gesehen haben, die zweite Staffel sehen wollen, aber dann gemerkt haben, okay, die zweite Staffel gibt es auf Netflix nicht, wo gibt's sie denn? Okay, die gibt's auf Anime On Demand, aber da muss ich ja 10 Euro für ein Abo zahlen. Und so haben sich sehr viele sehr mit der eigenen, ja, wie soll ich das sagen, mit der eigenen Meinung eingefärcht, indem sie gesagt haben, ich zahle doch schon für Netflix, warum soll ich denn jetzt nochmal für Anime On Demand oder für Crunchyroll extra zahlen? Das ist etwas, was sehr, sehr häufig kam und das hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele sich selber gesagt haben, ich will ja legal schauen, aber das ist auf Netflix nicht, deswegen schaue ich es jetzt illegal. Das ist natürlich, wenn man es jetzt so krass nimmt, ein sehr heuchlerisches Argument, weil wenn du sagst, ich will legal schauen, aber es gibt es auf Netflix nicht, wenn du legal schauen willst, dann nimmst du halt einen anderen Anbieter noch, so wie ich das beispielsweise auch mache. Aber das ist auch gar kein Vorwurf, verstehe das nicht falsch, Leute. Aber nichtsdestotrotz muss man dann nicht sagen, ich will ja legal schauen, wenn man letzten Endes dann trotzdem auf die illegalen Seiten ausweicht. Und das haben, wie gesagt, sehr, sehr viele gemacht und haben sich dann da einfach die weiteren Staffeln angeguckt. Ich kann das, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grade verstehen, dass man da vielleicht enttäuscht ist, wenn man Netflix sich geholt hat und dann sieht, hey, da gibt's jetzt doch nicht alle Staffeln, dafür muss ich noch was anderes abonnieren. Aber man darf eines nicht vergessen, Leute, und das ist, dass Netflix kein primärer Anime-Anbieter ist. Ganz anders als Crunchyroll, Wakanim, Anime On Demand, das ist ganz anders. Netflix ist in erster Linie ein normaler Serienanbieter, wo es nicht um Anime geht. Natürlich, sie haben mittlerweile viele Anime, aber wenn du dir das Gesamtprogramm, den Gesamtkatalog von Netflix anschaust, siehst du ganz, ganz klar, die haben sicherlich nicht Anime auf ihr Flaggschiff gestellt und haben gesagt, wir stehen für Anime. Das ist bei Netflix auch nie wirklich der Zweck gewesen. Dazu habe ich auch früher mal ein Video gemacht, verlinke ich euch mal oben in der Infocard, könnt ihr gerne auch nochmal reinschauen. Ja, Leute, aber was heißt das Ganze denn jetzt hier, dass diese Serien runtergenommen wurden? Es heißt erstmal nicht, dass die Serien nicht wieder auf Netflix zurückkommen können. Es ist natürlich immer möglich, dass neue Lizenzen ausgehandelt werden, dass dann vielleicht sogar weitere Staffeln kommen. Das ist natürlich möglich, gar keine Frage. Aber wenn so ein abrupter Abbruch kommt, wie wir den jetzt hier gerade haben, bei diesen ganzen Serien, wie Attack on Titan oder My Hero Academia, dann ist es auf jeden Fall ja schon sehr besorgniserregend und lässt eher darauf deuten, dass wir eben keinen Rückgewinn bekommen dieser Anime auf Netflix und schon gar nicht neuer Staffeln. Denn das sieht für mich gar nicht so aus und ich finde, Netflix hat dahingehend auch sehr, dass sie sich selber einen Platz geschaffen haben. Ja, sie haben eigene Serien gemacht, eigene Original-Produktionen gemacht und diese Produktionen ja, sind vielleicht auch so für Netflix genug. Natürlich, Netflix wird das nicht wollen. Netflix wird wahrscheinlich gerne den Vertrag verlängern bei Attack on Titan und Co. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Netflix hätte vielleicht auch schon die weiteren Staffeln gerne geholt, aber da gibt es eben immer noch den Hauptlizenznehmer, in diesem Fall Crunchyroll und hier KZ. Und die wollen vielleicht mehr wieder darauf lenken, dass auf ihren eigenen Plattformen die Anime geschaut werden und nicht mehr so viel auf Netflix geschaut wird. Vielleicht so viele, nachdem sie etwas auf Netflix gesehen haben, ausweichen. Ich finde, wie gesagt, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil Netflix ist einfach eine Werbeplattform. Es ist einfach so und selbst wenn von, sage ich jetzt mal, 10.000 Leuten, die beispielsweise Attack on Titan auf Netflix geschaut haben, wenn von 10.000 Leuten einfach nur 100 oder 200 ihren Weg auf Anime On Demand finden und dort ein Abo abschließen, ist es eigentlich schon ein Gewinn, denn ich finde, dass diese Zuschauer, diese 100, 200 Zuschauer, wären ja wahrscheinlich oder vielleicht sonst nie auf Attack on Titan überhaupt gekommen und diese 10.000 Zuschauer ja erst recht nicht. Die hätten vielleicht Attack on Titan gar nicht für sich entdeckt und daher finde ich das eigentlich schon so, dass das eine gute Idee gewesen ist, so die ersten Staffeln von diesen Serien dort auf Netflix zu platzieren. Ich habe da aber keine genauen Insider-Infos oder so, das sind jetzt einfach nur Ideen oder Spekulationen von mir, die ich hier habe, um euch so ein bisschen zu erklären, woran das Ganze liegen könnte, wie das Ganze vielleicht ausgesehen hat. Ich finde es, und das kann ich jetzt mal hier zum Abschied dieses Videos sagen, dass ich das sehr schade finde. Also das ist wirklich schade und ist auch so ein gewisser Rückschlag für Anime in Deutschland, sage ich wirklich. Lehne ich mich mal weit aus dem Fenster raus und sage, das ist ein Rückschlag für Anime in Deutschland, gerade wenn so starke Titel aus dem Katalog von Netflix rausgehen. Einfach aufgrund der Tatsache, weil Netflix eine Bühne bietet für Leute, die eigentlich mit Anime gar nichts am Hut haben und so durch Titel wie Attack on Titan, Death Note, Code Geass etc. durch solche Titel in die Welt der Anime quasi erst reinkommen und so ihre Vorurteile abbauen.
Daher finde ich, ist das ein großer Verlust, dass solche Titel nicht mehr auf Netflix sind. Jetzt könnt ihr mir aber gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ja Leute, war so ein kleines Talk-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls das der Fall ist, liked das Ganze gerne, ballert die Daumen nach oben, wird mich richtig supporten. Abonniert kostenlos, falls ihr es nicht schon getan habt. Und soziale Medien könnt ihr auch abchecken. Würde mich wirklich freuen. Ich wünsche euch dann an dieser Stelle wie immer noch einen wunderschönen Tag. Ich huste jetzt noch eine Runde, weil ich krank bin. Und ich sage ciao und tschüss.